Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex ist gestern kaum vom Fleck gekommen. Im Vorfeld der FED-Sitzung war bei den Anlegern Abwarten angesagt. Der DAX schloss am Ende bei 15.711 Punkten. Das ist ein kleines Minus von rund 0,1%. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franziska Schimke. Ja, Franzi, die FED hat sich gestern zu ihrer Geldpolitik geäußert. Kommt heute Bewegung in den DAX? Es dürfte heute ein bisschen Bewegung in den DAX kommen. Einen schönen guten Morgen. Denn die US-Notenbank, wie erwartet, hat erst einmal ihre super ultraleichte Geldpolitik und lockere weiter an dieser festgehalten. Aber man hat eben angekündigt, es gibt Debatten darüber, diese dann eben so ein Stück weit zu straffen. Das vielleicht schon ein Jahr früher als zuletzt. 2023 ist jetzt angepeilt mit ersten Zinserhöhungen. Und gegebenenfalls schaut man sich eben auch die monatlichen Staatsanleihen und Hypothekenpapiere. Hier Käufe im Wert von 120 Milliarden US-Dollar eben etwas genauer an, um die Märkte nicht mehr ganz so dann zu unterstützen und zu überfluten. Das Ganze hat auf die Stimmung gedrückt beim Dow. Er war zeitweise unter der 34.000-Punkte-Marke. Die hat er am Ende wieder zurückerobert, trotzdem ein Minus von 0,8%. Nikkei 1% im Minus, Hang Seng und Shanghai Composite aber im positiven Bereich. Und gestern ja hier abwartende Haltung, die Rekordhöchststände weiter in Reichweite. Heute werden wir wohl aber erst einmal etwas vorsichtiger in den Handel starten, unter der 15.700-Punkte-Marke und wappnen uns dann schon ein Stück weit für den großen Verfall morgen. Dann vielen Dank, Franzi. Ja, so also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute Gold. Der Goldpreis hat in diesem Jahr bisher turbulente Bewegungen hinter sich. Von Januar bis März ging es kräftig nach unten. Dann setzte bis Anfang Juni eine deutliche Erholung ein. Seitdem befindet sich der Kurs in einer Abwärtskorrektur. Gestern trübte sich das technische Bild dann weiter ein. Um den mittelfristigen Aufwärtstrend wieder aufzunehmen, muss der Goldpreis zunächst eine wichtige Hürde zurückerobern. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.